Der ein oder andere kennt das vielleicht, man ist auf Reisen und möchte etwas bezahlen und auf einmal merkt man, Mist, das Portemonnaie ist weg. Und zwar nicht, weil man es zu Hause vergessen hat, sondern weil es tatsächlich gestohlen worden ist. Und deshalb habe ich jetzt ein paar Tipps für euch, wie ihr euch auf eure Geschäftsreise am besten vor Diebstahl schützt. Wenn ihr nur mit Handgepäck unterwegs seid, dann achtet bitte darauf, dass wichtige Unterlagen, Dokumente oder eure Pässe nicht so verstaut sind, dass sie einfach rausgezogen werden können. Immer mehr Handgepäckstücke, wie zum Beispiel dieser Rucksack, verfügen auch über ein Geheimfach, wo ihr wichtige Dinge verstauen könnt. Das Beste allerdings ist natürlich, wenn ihr ein kleines Schloss habt, was ihr direkt am Rucksack oder eurer Reisetasche anbringen könnt und deren Kombination nur ihr wisst. Auch wichtig, seht zu, dass ihr nicht alles Bargeld in eurem Rucksack habt oder in eurem Portemonnaie, sondern dass ihr es ein wenig verteilt, dass ihr im Falle eines Falles noch etwas habt. Kontaktloses Bezahlen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Allerdings hört man auch immer öfters von Fällen, dass Verbrecher mit Auslesegeräten tatsächlich an ihren Opfern vorbeilaufen und sich so alle Daten beschaffen, die sie brauchen. Verhindern könnt ihr das, indem ihr euch ein Etui wie dieses hier besorgt. Das hat nämlich im Inneren eine kleine Metallbox. Hier kommen all eure Karten rein und sind so vor dem Auslesen geschützt. Was ich euch wirklich empfehlen kann, ist ein sogenannter GPS-Tracker. Die Teile sind kaum größer als eine Münze und ihr könnt sie einfach in euer Gepäckstück reinlegen. Sollte das Gepäckstück dann tatsächlich mal verloren oder gar gestohlen worden sein, wird es ganz einfach über eine vorinstallierte App auf eurem Handy wiedergefunden. Ebenso nützlich ist es, sofern vorhanden, die Suchfunktion auf eurem Handy einzuschalten. Sollte es mal verloren gegangen sein, gestohlen oder einfach nur verlegt worden sein, könnt ihr es dann via GPS orten und wisst ganz genau, wo es liegt. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass auf den Schlüsselkarten vom Hotelzimmer niemals die Zimmernummer steht? Das macht doch absolut Sinn, denn solltet ihr mal diese Karte verlieren, wüsste der Finder sofort, wo er suchen muss, um Wertsachen stehlen zu können. Ähnlich sollte man sich verhalten, wenn man keine Schlüsselkarte, sondern noch ganz oldschool einen Zimmerschlüssel hat. Da ist ja ganz oft so eine kleine Plakette dran, an dem dann die Zimmernummer draufsteht. Macht die einfach ab, lasst die direkt auf eurem Zimmer und nehmt nur den Schlüssel mit. Im Falle eines Verlustes weiß niemand, wo ihr wohnt und die Zimmernummer kennt er erst recht nicht. Wenn ihr übrigens keinen Safe auf eurem Zimmer haben solltet, macht das in der Regel überhaupt gar nichts. Ihr nehmt einfach alle Wertsachen direkt mit runter zur Rezeption und gebt sie dort in den Hotelsafe ab. Ich hoffe, ihr konntet mit dem einen oder anderen Tipp was anfangen und solltet ihr noch etwas wissen, womit die nächste Geschäftsreise garantiert sicherer wird, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst mir ein Like da.